Vielen Dank, Hannelore. Guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Hinweise, die Hannelore Kraft gegeben hat zum Koalitionsvertrag, damit will ich auch beginnen heute Morgen. Ich werde ein paar Bemerkungen zu diesem Europakapitel aus dem Koalitionsvertrag machen. Das hart verhandelt worden ist, das wurde zwar in den Berichten über den Fortgang der Verhandlungen als das erste konsensual abgeschlossene Kapitel verkündet, das war aber am Anfang gar nicht sehr konsensual, sondern wir lagen in einigen Punkten relativ weit auseinander, da werde ich gleich was zu sagen. Aber ich will einen anderen Punkt aufgreifen, der mir manchmal unbegreiflich ist, wenn ich in die Berichterstattung schaue über unsere Koalitionsverhandlungen. Genosse, Genossen, dieser Koalitionsvertrag ist ein Regierungsprogramm der drittgrößten Industrienation der Welt. Wenn ich so manche Berichterstattung sehe, da wird darüber berichtet, als hätten sich da zwei Kegelclubs getroffen und eine gemeinsame Geschäftsordnung verhandelt. Da werden wir so abgetan, ja, da fehlt hier noch was und da hätte aber noch ein bisschen mehr sein können. Und die Einbettung eines solchen Regierungsprogramms in einen Gesamtzusammenhang, das darf man schon auch mal erwarten, dass das gemacht wird. Und da greife ich mal ein Kapitel raus, das Energiekapitel, über das so kontrovers geredet worden ist. Hannelore hat dieses Kapitel für uns an entscheidender Stelle verhandelt. Und wir haben während der Verhandlungszeit relativ viel miteinander geredet. Warum? Deutschland ist das größte Mitgliedsland der Europäischen Union. Deutschland ist das industrielle Herz Europas. Nordrhein-Westfalen, das industrielle Herz Deutschlands. Die Bundesrepublik Deutschland war gut beraten. Übrigens unter sozialdemokratischer Führung. Auch weiterhin auf die Realwirtschaft zu setzen und Arbeitsplatzverständnis zu entwickeln aus industrieller Produktion und aus Dienstleistungen, die der industriellen Produktion folgen, aus Forschung und Entwicklung für industrielle Produktion und den Export dieser Ergebnisse, zum Beispiel der Anlagenbau bei uns nach wie vor weltweit führend, der Maschinenbau weltweit führend, die Automobilindustrie weltweit führend, die Chemieindustrie weltweit führend. Ich hatte mal eine Diskussion im Europaparlament mit einem ausgeschiedenen britischen Premierminister bei uns in der Fraktion, der mir sagte, we are a post-industrial nation. Wir sind eine nachindustrielle Nation. Ich habe ihm gesagt, no, you are a de-industrialized country. Ihr seid ein entindustrialisiertes Land. Das war keine vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung, diese Debatte, muss ich hier sagen. Wir haben auf die Industrie gesetzt. Wie? Ja. Ja. Ja, ist ja klar. Aber ganz sicher ist die Industrie nicht reif fürs Museum, sondern sie ist modernisiert worden. Und wo ist sie am besten modernisiert worden? Hier, in Nordrhein-Westfalen und in der Bundesrepublik. Und die Bundesrepublik Deutschland ist ein Land, das auf seine industrielle Kompetenz gesetzt hat und deshalb meiner Meinung nach besser durch diese Krise gekommen ist als viele andere Länder. Darauf können wir als Sozialdemokraten stolz sein. Aber natürlich ist das verbunden. Aber natürlich ist das verbunden mit einem wachsenden Energiebedarf. Nach wie vor ist es so, dass der Energiebedarf steigt. Nach wie vor ist es übrigens auch so, dass der private Energiebedarf steigt, nicht nur der industrielle. Und jetzt sind wir in einer Situation, dass wir ein Energiekapitel verhandeln, bei dem die Grundlage ist, dass die größte Industrienation Europas, drittgrößte Industrienation der Welt, mit wachsendem Energiebedarf aus der Nutzung der Kernenergie aussteigt, gleichzeitig bei den fossilen Energieträgern zu Reduzierungen, langfristig sogar zum Ersatz kommt
und in ein Modell der Energieversorgung einsteigt, das industrielle Produktion und Wachstum mit ökologischer Nachhaltigkeit verbindet. Die größte, Genosse, Genosse, was ich hier gerade sage, ist, die größte Industrienation der Welt zeigt anderen Ländern, dass es möglich ist, industrielle Produktion, wirtschaftliches Wachstum auf der Grundlage von industrieller Produktion zu verbinden mit einem Energieversorgungsmodell, das es auf dieser Welt in dieser Form nicht gibt, das aber den Klimazielen, die wir uns selbst gesetzt haben, Rechnung trägt. In einem Moment, wo in Warschau die Weltklimakonferenz scheitert, hat Hannelore Kraft, wie ich finde, ein Musterbeispiel herausverhandelt, wie ein Industriestaat ökologisch verantwortlich seine Industrie entwickeln kann. Das ist die Einbettung des Energiekapitels unseres Koalitionsvertrags in einen Gesamtzusammenhang. Wir haben jeden Grund, stolz zu sein auf eine Energiepolitik, die Hannelore verhandelt hat, die weltweit Pilotfunktion haben wird. Dessen bin ich mir absolut sicher. Ja, klar kann man das alles schneller machen. Da bräuchte man allerdings eine absolute Mehrheit. Und deutlich mehr Geld. Genosse, Genossin, Hannelore Kraft hat von einem Europa gesprochen, das Menschen auf die Nerven geht. Mir auch. Das Wettbewerbs-Europa der deregulierten Märkte. Das Europa der Philosophie der letzten 20 Jahre, wo wir ja, die Kolleginnen, die hier vorne sitzen aus dem Europaparlament, erleben das ja wie ich jeden Tag. Die geschniegelten Damen und Herren aus den Lobbyunternehmen, insbesondere der Banken, aber auch anderer Unternehmer, auf den Fluren rumlaufen haben. Das kannst du jetzt als Ministerpräsidentin sagen, das darf ich so. Sie hat gesagt, lungern haben, also das darf ich nicht sagen. Die sehen alle gleich aus. Alle die gleichen Anzüge, alle die gleichen Köfferchen, alles gleiche Gel im Haar. Ich habe ja nichts gegen, jeder muss ja sein Geld auf seine Art und Weise verdienen. Aber sie haben alle die gleiche Botschaft gehabt, zwei Jahrzehnte lang, haben sie alle das Gleiche erzählt. Das Gleiche, was sie uns erzählt hatten, war sinngemäß, das Sozialmodell, das ihr hier propagiert, ist doch 19. Jahrhundert. Die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts ist eine ganz andere Wirtschaft. Die haben uns doch erzählt, ihr seid aber mit eurem Sozialmodell nicht mehr wettbewerbsfähig. Der niedrigste soziale Standard, der niedrigste Lohn, die längste Arbeitszeit, die geringste Mitbestimmung. Das sind die Wettbewerbsfaktoren, die man braucht, um in anderen Teilen dieser Welt konkurrenzfähig zu bleiben. Und deshalb runter mit den Löhnen, längere Arbeitszeiten, keine Mitbestimmung und nach Möglichkeit keinerlei Arbeitsverträge mehr, außer möglich, am besten Tagelohn. Das war die Botschaft, die diese Leute, und sind etwas wohlgesetzteren Worten, als ich das hier in meiner bäuerlichen Herkunft so hier sagen kann, vorgetragen haben. Deren Philosophie der Marktradikalität, die Philosophie von David Cameron in seiner Rede in Den Haag im Januar, ich zitiere ihn nochmal wörtlich, I want more free market. Ich will mehr freien Markt. I want less rules from Brussels. Ich will weniger Regeln aus Brüssel. Ja, das ist genau das, was die City of London will. Unbegrenzte Freiheiten für das Kapital und keine sozialen Standards. Dass dieses Europa den Leuten auf den Zeiger geht, das kann ich verstehen, mir auch. Dieses Europa will ich nicht. Und dieses Europa schaffen wir auch ab. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Denn die Hannelore hat ja recht. Wir müssen eine Richtungsentscheidung treffen, nicht nur bei nationalen Wahlen, auch bei der Europawahl. Eine Richtungsentscheidung, ob wir dieses oder ein anderes Europa wollen. Denn dieses Europa der Wettbewerbsidee, die bringt die Leute wirklich gegen Europa auf. Übrigens auch das Europa der vollständigen Regulierung bringt die Leute gegen Europa auf.
Die Kommission, die ja innerhalb der EU-Verträge eine Sonderstellung hat, nämlich sie hat als einzige, das muss man sich mal vorstellen, das ist schon ein demokratisch schwerwiegendes Defizit, das Initiativrecht. Sie entscheidet, ob sie Initiativen ergreift oder nicht. Wir als Parlament können mit qualifizierter Mehrheit, also mit der gesetzlichen Mehrheit der Abgeordneten, legislative Vorschläge unterbreiten, aber wenn die Kommission sie nicht ergreift, dann hängen wir am Fliegenfänger. Nur in dieser Kommission, da gibt es zwei Denkschulen, die sich einen Wettbewerb liefern und nicht entschieden ist, wer da gewinnt. Ich mache das mal ein bisschen überspitzt. Da gibt es eine Hälfte, die haben nicht eher Ruhe, bis sie den letzten Kommunalfriedhof privatisiert haben. Das sind so die, die die Wasserwerke ausschreiben wollen. Und die anderen, die sind nicht zufrieden, bis wir eine einheitliche europäische Beerdigungsordnung haben. Das, Genossinnen und Genossen, das geht so. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Und deshalb ist eine Konsequenz, die wir ziehen müssen, die, und deshalb finde ich es toll, dass ihr einen Kommunal- und Europakongress zusammen macht. Man muss nicht alles in Brüssel machen. Im Gegenteil, ich war 11 Jahre Bürgermeister einer nordrhein-westfälischen Stadt, der Stadt Würselen bei Aachen. Das ist die schönste Stadt. Was? Wenn du noch, hör mal, du noch mal was gegen Würsel sagst, da fotografierst du nicht mehr, das sage ich dir. Also, Würsel ist wirklich eine schöne Stadt. Das ist eine der ältesten Städte des Rheinlandes. Hat ein bisschen merkwürdigen Namen. Als ich am Anfang im Europaparlament war, habe ich mal gesagt, ich bin der Bürgermeister von Würselen, das war ich damals noch. Da hat ein Dolmetscher, ein französischer Dolmetscher in der Kabine gesagt, il est le maire de Würselen. Und hinterher ist einer zugekommen, er hat gesagt, die Türkei ist doch gar nicht in der EU. Also, Würselen kommt aus dem Mittelhochdeutschen, von Wormsalen. Die Wormsalen waren saalbauartige Bauernhöfe am Ufer der Wurm. Das ist ein stark meandrierender Fluss in der Nähe von Aachen. Die Wormsalen, da lebten Mensch und Tier unter einem Dach und schufteten für die Kaiserpfalz in Aachen. Im Wesentlichen hat sich daran bis heute übrigens nichts geändert. Das ist, die Aachen haben mir gesagt, wenn du da einmal öffentlich saß, kriegst du Stadtverbot. Also, Genossinnen und Genossen, dass ihr das zusammenlegt, das ist klug. Denn eine Erfahrung, die ich als Bürgermeister und als Europaparlamentarier gemacht habe, ist die, je ortsnäher eine Entscheidung fällt, desto besser. Je ortsnäher eine Entscheidungsfindung, desto besser, weil je näher an den Menschen ein Willensbildungsprozess erfolgt, desto demokratischer und übrigens desto höher die Identifizierung von Menschen mit dem Prozess, der da abläuft, desto höher die Legitimiertheit. Und deshalb bin ich nachdrücklich seit jeher übrigens, ist nichts Neues, der Auffassung, dass Brüssel nicht alles machen muss. Im Gegenteil, wir müssen eine Kommission bekommen und ich strebe dieses Amt des Kommissionspräsidenten auch deshalb an, weil ich möchte, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Kommission sich nicht den ganzen Tag Gedanken darüber machen, gibt es noch irgendwo eine Lücke, wo wir uns noch nicht eingemischt haben? Was ich denen gar nicht vorhalte, das ist im Rahmen einer großen wirtschaftlichen Entwicklung logisch, dass sich dort Gedanken gemacht wird, wie man Wettbewerbsverzerrungen vermeiden kann, wie man durch gemeinsame Standards versuchen kann, Ungleichgewichte zu beseitigen. Das ist richtig. Aber das muss in einem ausgewogenen Verhältnis passieren. Deshalb nicht etwa der Denkansatz, gibt es eine Ecke, wo wir uns da einmischen könnten, sondern ganz umgekehrt. Was machen wir hier zurzeit, was eigentlich besser woanders gemacht werden könnte? Das ist übrigens der Lissabon-Vertrag. Im Lissabon-Vertrag
Im Lissabon-Vertrag steht nämlich ausdrücklich ein Auftrag an die EU, den wir endlich ernst nehmen müssen. Die EU wird dann tätig, wenn etwas national, regional und lokal nicht gemacht werden kann. Ich nenne euch mal ein Thema, der Klimawandel. Da könnt ihr jetzt in Oberhausen beschließen, was ihr wollt im Stadtrat. Selbst Hannelore im Landtag. Der Klimawandel ist ein weltweites Problem. Wir brauchen das Verständnis, das europäische Klimaschutzstandards zum Beispiel so gesetzt werden könnten, dass diejenigen, die Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt, zum reichsten Wirtschaftsraum der Welt, das ist die EU, haben wollen, mit den Produkten, die sie dorthin exportieren, weltweite Klimastandards bei der Produktion, weltweite Umweltstandards bei der Produktion, weltweite Sozialstandards bei der Produktion berücksichtigen müssten. Daraus kann die EU eine Kraft entwickeln aus der Kombination ihres enormen Reichtums im Binnenmarkt der EU und dem Willen, diesen wirtschaftlichen und politischen Raum so zu gestalten, dass es keinen EU-Imperialismus gibt, sondern einen Beitrag einer werteorientierten Staatengemeinschaft zur Verbesserung des Lebens in der Welt. Ich mache euch das mal an einem praktischen Beispiel klar. Ich weiß nicht, wie viele Hemden hier getragen werden in diesem Raum, die nach Europa exportiert wurden aus anderen Teilen dieser Welt, die genäht worden sind von Frauen mit ihren Kindern in 15-stündiger Arbeit für einen halben Dollar, in einer Bruchbude, die, wenn sie abbrennen, keine Feuerwehr sieht, aber auch keine Notausgänge hat. Teilweise übrigens werden solche Unternehmen auch von europäischen Firmen betrieben. Ich nehme dieses Beispiel deshalb, weil wir ja erzählt bekommen haben, unser Sozialmodell sei nicht mehr wettbewerbsfähig. Ich frage mal Folgendes. Ja klar, wir leben nicht nur im Internet im globalen Dorf. Wir leben auch ökonomisch und politisch im globalen Dorf. Als ich ein junger Bursche war, da gab es das Sprichwort, das ist für mich so interessant, wie wenn in Peking ein Sack Reis umfällt. Wenn du jemandem sagen wolltest, also lass mich mit deinem langweiligen Zeug in Ruhe. Wenn heute in Peking ein Sack Reis umfallen sollte, dann wissen wir das, bevor er auf der Erde angekommen ist. Wir leben im globalen Dorf. Wir leben vor allen Dingen ökonomisch und die Bundesrepublik Deutschland vorneweg im Handel, im globalen Dorf. Wir rücken zusammen, das ist völlig klar. Aber wenn wir zusammenrücken, dann ist nichts, was in einem anderen Teil der Welt passiert, für uns egal und irrelevant. Und deshalb müssen wir uns überlegen, dass wir im 21. Jahrhundert als Europäer, als europäische Nationen herausgefordert sind wie nie zuvor ökonomisch und ökologisch. Denn, Genosse, Genossen, wenn es stimmt, dass wir einen weltweiten Handel haben, von dem wir leben und andere, wenn es stimmt, dass wir unseren Markt öffnen müssen für andere, und es stimmt, und andere ihre Märkte für uns, damit es in diesem 21. Jahrhundert einen Handel und Wandel gibt, der den Wohlstand und Reichtum hier sichert und Wohlstand und Sicherheit woanders schafft, dann muss man eins zugrunde legen. Wenn dann diejenigen, die ausbeuten, 14 Stunden am Tag Frauen und Kinder für einen halben Dollar arbeiten lassen, wenn die das Internet schließen, weil ihnen die Inhalte nicht gefallen, wenn die Leute, die sich beschweren, foltern, wenn die ohne Gerichtsurteile aufhängen und exekutieren, wenn die, denen die hemmungsloseste Ausbeutung der natürlichen Ressourcen gerade gut genug ist, am Ende wettbewerbsfähiger sind als die, die das Tarifrecht achten, die das Streikrecht achten, die individuellen Menschenrechte achten, die auf Umweltschutz und industrielle Produktion gemeinsam setzen,
Das heißt, wenn die Ausbeuter dieser Erde wettbewerbsfähiger sind als die Demokratien, dann kommen die Demokratien unter Druck. Da gibt es aber doch nur eine Antwort. Statt sich um Ölkännchenverordnungen auf Restauranttischen zu kümmern, muss Europa ein Wirtschaftsraum mit einem politischen Willen werden, seine Werte in der Wirtschaft zu verteidigen, indem wir unseren Binnenmarkt... Und deshalb... Genossen, und deshalb, Genossinnen und Genossen, ist die Kombination in der sozialdemokratischen Politik in dieser Zeit genau die, die Hannelore angesprochen hat. Die Daseinsvorsorge für Menschen, die Absicherung der Lebensrisiken für Familien, für alleinerziehende Mütter, für Kinder, für Alte, die erfolgt ja nicht in Brüssel. Die erfolgt in Oberhausen oder in Duisburg oder eben auch in Würselen. Aber die Rahmenbedingungen, damit das vernünftig geschehen kann, die werden im 21. Jahrhundert eben auch europäisch gesetzt. Mir ist nicht bange, liebe Genossinnen und Genossen, vor den Populisten, wenn man den Mut hat, die Definition der Aufgaben Europas so zu beschreiben, dass die Menschen sie verstehen. Ein bisschen ist es ein Problem für Europapolitiker zu vermitteln, was wir da tun, ist da ganz klar. Wenn wir jetzt aber in der Europawahl wieder am Wahlstand stehen und du sagst dann den Leuten, hört mal, also ich erkläre Ihnen jetzt mal das Institutionengefüge der Europäischen Union, also Kommission und der Kommission, das ist ja schon ein Begriff, da kriege ich schon die Krise. Nee, wenn ich einem sage, Kommission, also was für eine Kommission? Also bei Renania Würsel gab es früher eine Vergnügungskommission. Also war die war für den Grillfest zuständig. Also, das heißt, der Ministerrat und dann der Europäische Rat und der Europarat. Und das sagt er ja, der Wohlmeinendste, wenn du fertig bist, machst du das Licht aus. Also das kannst du ja nicht machen. Das hat ja keinen Sinn. Wir brauchen bei der Europawahl, und da gibt uns der Lissabon-Vertrag jetzt, du hast ja darauf hingewiesen, Hannelore, die Chance, die personalisierte Auseinandersetzung. Das nächste Europaparlament wählt, das ist die Neuerung, den Kommissionspräsidenten, der bisher unter verschlossenen Türen zwischen den Regierungschefs ausgekungelt wurde. Die Regierungschefs müssen auch jetzt dem Kommissionspräsidenten zustimmen. Aber die Neuerung ist, das Europaparlament drückt als erstes seinen Willen aus. In diesem Vertrag heißt es, und das ist eine ganz wichtige Neuerung. Das Europäische Parlament hat eine völlig neue Rolle. Der Rat, heißt es doch, der Regierungschef schlägt dem Parlament einen Kandidaten und eine Kandidatin vor, nach Konsultation des Parlaments und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der vorausgegangenen Europawahlen. Das heißt, wer sich zuerst äußert, ist das Europaparlament. Und es äußert sich zuletzt. Das Parlament macht einen Vorschlag, der Rat kann den zurückweisen. Aber das will ich sehen. Dass 390 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgefordert sind, wählen Abgeordnete, die nominieren einen Kandidaten, anschließend seine Regierungschefs, dessen Nase passt uns nicht. Das will ich sehen. Diesen Kampf institutionell für die Demokratie würde ich auch gerne aufnehmen, wenn es soweit käme, aber soweit wird es nicht kommen. Wir haben zum ersten Mal die Chance, nicht zu den Bürgerinnen und Bürgern zu gehen und zu sagen, wählen Sie doch bitte das Europaparlament, das ist eine bedeutende Institution. Das macht da keiner, wenn wir im Landtag wählen, geht da keiner auf die Straße und sagt, wählen Sie doch bitte den Landtag, das ist ein bedeutender Gesetzgeber. Oder bei der Bundestagswahl ist er nicht raus und sagt, würden Sie bitte den Bundestag wählen. Gehst auf die Straße und sagt, wählst du jetzt Steinbrück oder Merkel? Wählst du Kraft oder gucken wir mal. So. Worauf sich der Landesverband nicht einigen kann. Also, in Nordrhein-Westfalen ist das sowieso klar, wir wählen Kraft, das ist parteiübergreifend. Das ist klar. Wir haben zum ersten Mal die Chance, das zu personalisieren. Das Salz in der Suppe der parlamentarischen Demokratie ist die personalisierte Auseinandersetzung. Und deshalb freue ich mich darauf, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern anzutreten als Person. Mit einem Programm für die europäische Sozialdemokratie. Ich hoffe, dass die Europäische Volkspartei auch noch einen finden wird. Also die suchen jetzt noch im Moment.
Ich hoffe, dass Sie einen starken Kandidaten und eine starke Kandidatin finden. Weil es nämlich nicht darum geht, ob irgendeiner einen Job kriegt, sondern weil es um eine ganz simple Frage geht. Und deshalb habe ich keine Angst vor den Populisten und Nationalisten. Diese Auseinandersetzung von dieser Le Pen da in Frankreich, dieser merkwürdige Herr Wilders da in den Niederlanden, ja oder nein zu Europa, ich sage euch jetzt eins voraus, das sage ich auch in den Ländern, die EU wird auch am Montag nach dem Wahltag noch da sein. Die wird nicht verschwinden, nur weil Marine Le Pen meint, sie könnte sie im Zylinder verstecken. Die ist da, die EU. Und sie wird bleiben, weil nämlich noch die Letzten wissen, dass in diesem 21. Jahrhundert der einzelne Nationalstaat alleine gar nicht mehr in der Lage ist, diese großen Herausforderungen zu bewältigen. Der Juncker, der hat immer so einen schönen Joke drauf. Das hat er einmal im Jahr, treffe ich den chinesischen Regierungschef. Hu Jintao. Bisher, jetzt heißt er Xi Jinping. Hu Jintao. Dann nehme ich den in den Arm und dann sage ich, Hu, guck mal, wir zwei mit unseren 1,3 Milliarden Einwohnern, wir sind doch eine Weltmacht. Dann hat er ja recht. Hat ja recht, der Juncker, Luxemburg und China zusammen, dann ist richtig, kannst du richtig was mit anfangen. Nur, sagt er, wenn er wieder in Peking ist, hat er immer noch 1,3 Milliarden Einwohner und ich bin der Ministerpräsident von 500.000 Menschen. Das ist die Realität. Kein europäischer Nationalstaat alleine wird diese großen Herausforderungen bewältigen können. Ja, wir brauchen die Europäische Union. Zur Verteidigung unserer Werte, zur Verteidigung unserer Wirtschaftskraft, zur Verteidigung unseres Sozialmodells. Wir haben in unserem Regierungsprogramm einen Satz reingeschrieben. Der wird in Deutschland weniger zur Kenntnis genommen als in anderen Ländern. Der lautet, diese Bundesregierung wird sich dafür einsetzen. Und ich füge Ihnen Klammer mal hinzu, wenn ich Kommissionspräsident werde, werde ich diese Initiative ergreifen. Dass die sozialen Grundrechte der Grundrechtecharta der Europäischen Union den gleichen Rang haben in Europa wie die Wettbewerbsfreiheiten des europäischen Binnenmarktes, Genossinnen und Genossen. Deshalb geht es nicht um Ja oder Nein zu Europa, sondern es geht um welches Europa wollen wir. Ein modernes, ein weltoffenes, ein tolerantes, ein wirtschaftlich starkes, aber sozial gerechtes nach innen und in der internationalen Kooperation. Das ist das Europa, das wir wollen. Wir wollen ein demokratisches Europa, in dem die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Und zwar lokal über die lokalen Angelegenheiten, national über die nationalen Angelegenheiten, regional über die regionalen Angelegenheiten, aber durch die Wahl europäisch eben über die europäischen Angelegenheiten. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen können, die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und damit will ich abschließen, wie Hannelore Kraft das richtigerweise gesagt hat, die Idee von Europa, die ist unbestritten. Die ist unbestritten, diese Idee, dass Staaten und Völker über Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Die Antwort des 20. Jahrhunderts in der zweiten Hälfte auf seine erste Hälfte. Ich brauche euch hier nichts über die erste Hälfte zu erzählen. Mord, Krieg, Totschlag, Vertreibung, Hass, Intoleranz. Ausrottung, immer auch verbunden mit dem Namen unseres Volkes. Und die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war Toleranz, Respekt, Zusammenarbeit, Kooperation, gegenseitige Stärkung, auch gegenseitige Kontrolle in gemeinsamen Organen, die einen Rahmen bilden, wo die Großen den Kleinen nicht Lektionen erteilen, sondern wo Reich und Arm, Stärker und Schwächer, Größer und Kleiner auf gleicher Augenhöhe Kompromisse finden, die jedem am Ende die Chance geben, das Gesicht zu wahren. Wo nicht einer sich alleine durchsetzt, nur weil er stark ist. Das war die Antwort. Das ist das Europa, das wir geschaffen haben. Ein werteorientiertes Europa der Toleranz, des Respekts und der ökonomischen Stärke ist genau auch das, was wir im 21. Jahrhundert brauchen, aber in einer anderen neuen Dimension. Nämlich in der weltweiten Kooperation von Regionen dieser Welt, in denen Europa als wertegeleitete Demokratie, als Gemeinschaft von wertegeleiteten Staaten seine Rolle finden muss bei der Bewältigung dieser weltweiten Herausforderungen. Diese Idee ist unbestritten. Aber mehr und mehr Menschen, das ist so, verbinden diese Idee nicht mit der EU, wie sie ist. Mehr und mehr Menschen empfinden die EU nicht mehr als die Verwirklichung dieser Idee. Ich habe das auf dem Parteitag gesagt und wiederhole es hier. Der Wim Wenders
hat mir in einer Diskussion mal vor einem Jahr gesagt, das, was du da beschreibst, diese Idee ist unbestritten. Aber aus dieser Idee ist die Verwaltung geworden. Und jetzt meinen die Menschen, die Verwaltung wäre die Idee. Damit hat er auf einen Satz gebracht, was Millionen Menschen im Bauch spüren. Ja, habe ich ihm gesagt, da hast du recht. Aber dann füge ich eine Frage hinzu. Was machen wir denn jetzt? Geben wir die Idee auf oder ändern wir die Verwaltung? Ich glaube, die Botschaft in diesem Europawahlkampf muss die sein. Wir verändern die EU. Als soziales und demokratisches Projekt wollen wir sie entwickeln, als ein sozialdemokratisches Projekt. Denn nur wer die EU sozial und demokratisch reformiert, rettet diese faszinierende Idee. Das ist genau der Auftrag beim Europawahlkampf, auf den ich mich als langjähriger Kommunalpolitiker mit euch gemeinsam freue. Genossinnen und Genossen, die Kommunalwahl ist eine Chance für die Europawahl. Und die Europawahl ist diesmal auch eine Chance für die Kommunalwahl. Deshalb finde ich es toll, dass die NRW-SPD diesen Konvent Kommunal und Europa zusammengelegt hat. Nämlich nicht nur, weil der Wahltag der gleiche ist, sondern weil unsere Aufgaben die gleichen sind. Die Würde des Menschen im Alltag zu garantieren, das ist die Aufgabe von sozialdemokratischer Kommunalpolitik. Die Rahmenbedingungen dafür im 21. Jahrhundert zu bewahren, dass Demokratie und Respekt, Menschenrechte und Menschenwürde im weltweiten Konzert nicht unter die Räder kommen, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man sie in der Kommune, im Land und in der Region verwirklichen kann. Deshalb haben wir eine gemeinsame Aufgabe, für die wir kämpfen. Und dass wir das heute so ein bisschen auch als einen Auftakt betrachten, dafür bin ich euch dankbar. Vielen Dank. Und jetzt spricht zu euch Norbert Bude.